Basler Pharma-Multi Novartis kämpft derzeit an vielen Fronten. In der Schweiz, in den USA und auch in Indien. Dort ist ein hartnäckiger Patentstreit im Gang. Es geht um das Krebsmedikament Glivec, ein Kassenschlager aus dem Hause Novartis. Seit Jahren versucht Novartis, Glivec in Indien per Patent schützen zu lassen und billige Kopien zu verhindern. Das wäre verheerend, sagen internationale Hilfsorganisationen. Novartis setze mutwillig das Leben von Millionen von mittellosen Patienten aufs Spiel. Der Fall geht nun in die letzte Runde. Bruno Amrain über den Showdown im indischen Patentstreit. Mumbai, Anfang Dezember. Vor der Konzernfiliale von Novartis marschieren rund 200 Menschen auf. Sie demonstrieren gegen den Schweizer Pharma-Multi. Leben statt Profite und Patienten statt Patente lauten die Slogans der Protestierenden. Angeführt werden sie von Eldred Tellis, dem Direktor einer AIDS-Hilfestiftung. Wir fordern Novartis auf, ihre Klage gegen die Regierung zurückzuziehen. Sie gefährdet das Leben von Millionen von Menschen, die von indischen Medikamenten abhängig sind. Vergeblich sucht Tellis das Gespräch mit Novartis. Außer dem Sicherheitspersonal lässt sich niemand blicken. Der Schweizer Konzern kämpft um lukrative Patente. Viele Patienten bangen um ihre Medikamente. Alka Sonwane zum Beispiel. Mit ihrem Mann kommt die 32-Jährige ins Zentrum der Krebshilfe CPAA in Mumbai, einer privaten Stiftung, die sich für Krebspatienten einsetzt. Die Sonwanes sind Bauern und leben mit einem Einkommen von 60 Franken im Monat am Existenzminimum. Alka Sonwanes Krankheit war für sie zuerst ein Schock. Vor 2 Jahren haben wir erfahren, dass meine Frau Leukämie hat. Wir waren verzweifelt, denn ich muss auch für 3 Kinder und meine Eltern sorgen. Doch dann wurde Alka hier aufgenommen und seither bekommen wir die Medikamente, dank denen sie weiterlebt. Die Patienten im Wartezimmer leiden alle an chronischer Leukämie, CML, und sie sind alle zu arm, um sich Medikamente leisten zu können. Auch der 41-jährige Manu Sarwaye erlebt vom Verkauf von Räucherstäbchen. Einmal im Monat kommt er zur Kontrolle und erhält sein Medikament. Sein Leben lang ist er darauf angewiesen. Ein indisches Generikum mit dem Namen Vinat, das den Blutkrebs unter Kontrolle hält. Es ist ein Geschenk Gottes. Ohne dieses Medikament könnte ich nicht weiterleben und ich selber hätte nie genügend Geld dafür. Viele Patienten können dank Vinat wieder ein normales Leben führen. In der Reha-Abteilung des Zentrums werden sie darauf vorbereitet. Shubha Mangal und ihre Organisation sichern so Tausenden von Krebskranken das Überleben. Wir sind der Meinung, dass alle Krebspatienten die bestmögliche Behandlung erhalten sollten, welche die Medizin zu bieten hat. Finanzielle Gründe sollten nicht schuld sein, dass sie diese nicht bekommen. Doch die kostenlose Medikamentenabgabe des Zentrums ist in Gefahr. Denn das Medikament Vinat ist ein indisches Nachahmerpräparat, das auf dem Wirkstoff Imatinib aufbaut. Und genau dafür will Novartis unbedingt den Patentschutz. Es war der Basler Konzern, der den Wirkstoff Imatinib 1993 entdeckte. Novartis entwickelte daraus das Medikament Glivec, das zu einem Kassenschlager wurde. In über 40 Ländern ist Glivec patentiert. Doch Indien lehnte die Patentanträge ab. Der Wirkstoff Imatinib sei zu alt, sagten die Behörden in Indien. Indien führte erst 2005 Patente im Pharmabereich ein. Medikamente, die vor 1995 entwickelt wurden, können nicht geschützt werden. Doch Novartis gibt den Kampf bis heute nicht auf. Glivec sei weiterentwickelt worden und deshalb zu patentieren, sagt Novartis. Noch immer ist der Fall nicht entschieden. Das kommt Organisationen wie der Krebshilfe in Mumbai bis heute zugute. Glivec kostet heute mindestens 2.500 Schweizer Franken pro Monat, je nach Dosis. Die Nachahmerversion aus Indien kostet nur ein Zehntel davon.
Wenn wir diesen Prozess verlieren, werden Tausende von Patienten nicht mehr die Behandlung bekommen, die sie brauchen. Und sie werden sterben. Bis für das oberste Gericht in Delhi hat Novartis den Rechtsstreit gezogen. Weil Indien die veränderte Zusammensetzung von Gleevec nicht unter Patentschutz stellen wollte, greift Novartis das Patentgesetz selber an. Und zwar den entscheidenden Artikel 3d. Hier steht geschrieben, dass Veränderungen eines Medikamentes nur dann patentwürdig sind, wenn sie nachweislich eine höhere Wirksamkeit bringen. Nächsten Monat entscheidet das höchste Gericht endgültig. Lina Mengane von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen befürchtet, dass eine Änderung des Patentrechts zu einer Lawine neuer Patente führen würde. Für sie ist deshalb der Artikel 3d zentral im Kampf um Zugang zu Medikamenten. Artikel 3d wurde ins Patentrecht aufgenommen wegen des weltweiten Patentmissbrauchs. Denn anstatt neue Wirkstoffe zu erforschen, verändern die Pharmakonzerne einfach die alten und maximieren so ihre Profite. Indien wollte weder die Forschung noch den Zugang zu Medikamenten einschränken und sagte, wir geben euch Patente auf neue Wirkstoffe, aber wir geben keine Patente auf alte Medikamente. Mitten im Gewimmel der Altstadt Delhis befindet sich der wichtigste Großmarkt der indischen Pharmaindustrie. Auch dank der Bestimmungen von Artikel 3d ist Indien zu einem der wichtigsten Generikahersteller der Welt aufgestiegen. In den engen Gassen bestellen Apotheker ihren Nachschub oder decken sich gleich vor Ort mit Medikamenten ein. Die indischen Produkte kosten einen Bruchteil der Originale. Davon profitieren nicht nur die Patienten in Indien, denn indische Generika werden in die ganze Welt exportiert. Ein großer Teil davon in Entwicklungsländer. Dilip Shah, der Präsident des wichtigsten indischen Pharmaverbandes, glaubt, dass Novartis mit seinem Verfahren die indische Pharmaindustrie als Ganzes schwächen will. Seit dem Jahr 2000 beobachten wir, dass etwa ein Dutzend internationale Pharmaunternehmen versuchen, der indischen Generika-Industrie die Flügel zu stutzen, mit nationalen und internationalen Prozessen. Weil wir zu erfolgreich sind und weil wir in den Entwicklungsländern Qualitätsmedikamente zu viel, viel tieferen Preisen anbieten. Das tut ihnen weh. Indien gilt heute als die Apotheke für die Armen der Welt. Sollte sich Novartis vor Gericht durchsetzen, wären von wichtigen Medikamenten möglicherweise bald keine Generika mehr erhältlich, befürchtet der Pharmaverband. Es überrascht uns sehr, dass ein Konzern, der vorgibt, sich für die Armen einzusetzen, wegen eines einzigen Medikaments eine Gesetzesbestimmung zerstören will, die den Zugang zu Medikamenten erleichtert. Auch bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen befürchtet man weltweit gravierende Konsequenzen, wenn Novartis gewinnt. Vor allem den AIDS-Projekten von Ärzte ohne Grenzen könnten wichtige Medikamente verloren gehen. Wir behandeln 170.000 HIV-Patienten weltweit, 80% von ihnen mit Generika aus Indien. Aber auch was andere Krankheiten wie Tuberkulose oder Impfungen betrifft, ist Ärzte ohne Grenzen zunehmend von indischen Generika abhängig. Im Auffangzentrum der privaten Stiftung Sankalp in Mumbai treffen wir ältere Tellis wieder. Der Mann, der die Kundgebung vor dem Novartis-Sitz anführte. Tellis und sein Team geben HIV-Positiven gratis Generika ab. Regelmäßig müssen die Medikamente gewechselt werden, um die Wirkung zu gewährleisten. Es gibt mir etwas Hoffnung. Seit ich die Medikamente bekomme, habe ich Hoffnung. Sobald Patente auf diese Medikamente vergeben werden, können sie in Indien nicht mehr produziert werden. Hersteller wie Novartis würden einen über 20-mal höheren Preis für dasselbe Medikament verlangen. Das ist weit mehr, als wir bezahlen können. Wir haben es hier mit Drogenabhängigen von der Straße zu tun. Wir sind ihre einzige Hoffnung. Über 2 Millionen HIV-Positive gibt es allein in Indien. Und nur sehr wenige Organisationen wie Sankalp.
Der Zugang zu Medikamenten ist in allen armen Ländern ein zentrales Problem. Je nach Ausgang des Novartis-Prozesses könnte es sich weiter verschärfen.